Also wir sind heute den Schnelltest machen. Wir müssen mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob es geht, aber schalt einfach mal drauf. Oh, hallo, hallo. Hey. So. Ihr wisst, wir sind alle sau nett und alles easy immer. Ja, Otto. So, jetzt haben wir uns gerade angemeldet hier. Ihr seht ja, hier ist das Krankenhaus. Ist ein sehr kleines. Also das ist doch ein Fitness. Das ist hier vor Ockham Langay. Ja. Das only, das nicht neu. Vor Rongpaya Bahn. Only this year, COVID. When you sick him, I told you, Mama, before Mama sick it. Yeah. And, but inside, outside. Yeah. Also, das ist nicht alles Krankenhaus. Das ist was anderes hier. Fitnessstudio. Und ein Gesundheitshaus. Oder ich weiß es nicht. Ansonsten, die normale Station ist hier. Hier sind alles ja nett, alles schick. Also, das ist das erste Mal, dass Otto eine Maske auf hat. Ich weiß, es ist nicht gesund, aber es ist nur für eine Stunde. Also ist es okay. So, die Mutti hier. Ja, die kenne ich nicht. Mailuchak. Und Otti natürlich, ne? So, und da gucken wir mal. ja, ihr habt es eben gehört. Die Krankenschwester hat mich schon verstanden. Die warten schon da hinten. Und hier ist der Krankenwagen. Ja, was soll ich sagen? Der Krankenwagen sieht, das sieht alles ein bisschen anders aus wie bei uns. Ich denke mal, bei uns sind doch schon mehr Geräte. Oder täusche ich mich da? Und hier ist mehr für die Angehörigen wahrscheinlich. Ja, ist okay. Also, und die auch unterwegs. Sie sind alle sehr nett hier. Und dann würde ich sagen, ein Krankenwagen. Die rennen ja alle mit dem Telefon rum und dann ja auch mal zu zeigen. Hier sind ja Krücken. Es soll keine Schadenfreude sein. Ich bin nur nicht alles anfassen, Otto. Bitte. Auch die. Ja, guckt euch die Stühle an. Dann wisst ihr ungefähr, was hier los ist. Ein Rollstuhl, wenn du krank bist und nicht laufen kannst, dann tun sie dich auf die, dann kannst du dich da reinsetzen. Aber ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig, ne, wenn man das so sieht. So. So viel zur Hygiene. Aber immer Hauptsache. Geh mal schnell hin. Ja, komm, wir gehen mal hin. Hauptsache, Butter ist immer alles in Ordnung. Ne? Allerdings ist sehr schöne Ecke hier. Ne? Ja. Das ist eben halt Thailand. Aber das ist so, wie es ist. Ich bin ja hier ausgewandert und muss damit zurechtkommen. Es ist ja nicht, dass ich da mich aufrege, sondern ich will das euch gerne zeigen. Guck mal, Zebras. Da, Zebras. Ja, kannst du hingehen. Ist kein Problem. So. Ja, die Baracke. Ja, nicht so rein. Weiß ich nicht, ob das geht. Otto gehört auch mit dazu. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen in die Werbung und nach der Werbung gibt es den Test.
Vielleicht kann ich auch drinnen filmen, ich weiß es nicht, ich frage mal. So, also hier ist er nochmal. Und zwar, gehen wir zu Mutti. Ja, 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 also. Ja, yeah, also, weil wir die Ersten da waren, wird das hier gleich gemacht. So, ich zeig's mal. Also hier schnell im Freien, zack, zack. Ich weiß jetzt nicht, was sie wollen. Also wir bei Immigration and Immigration mit Covid, hat Covid. And Immigration Board on the checking. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Stehen wieder alle zusammen, aber naja. Ab dort die Nase ist. Ja, wir gucken mal. Da macht sie 3 Tests fertig. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch in Deutschland ist. Ja, ich bin jetzt gerade mal sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also meine Frau hat ja 2 Spritzen und die Oma hat 1 Spritze. Wenn, gib mir vor die Song. Ah, na, also am 7. Er kriegt sie ihre 2. Spritze, dann werden wir mal gucken. Ja, jetzt bin ich dran. Ich muss mich dann da hinsetzen. Mal sehen, ob ich die Kamera anlassen kann oder nicht. Ja. Was ist denn? Oh, hat die Oma wieder eine Windel gemacht? Die hat die Schnimmel gestochen. So, okay, Mai. So, jetzt gucken wir mal nach der Oma. So. Obwohl eigentlich, wenn die Oma nichts hat, ne? Dann. Otto, komm mal hierher. Jetzt muss ich warten. How long, wet? Sipanati, ne? So, warte. Also es liegt der Auge gedreht ein bisschen, aber sonst okay. Ja. So, also ich würde sagen, wir machen erstmal kurz Schluss, weil wir müssen Otto machen, oder? Ja, ja, komm. Hi, Pa, hau. So, und nicht scheuen. Ist alles schön, alles schicki. Are you okay? Okay, Mike. Okay, okay. So, schön lang. Papa, ganz ruhig, ganz ruhig. Papa, heal you, look. Papa, heal you. Schön, da, 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 da. Oh, da, 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 Yay! Yeah. Now finish already, look. Finish already. Okay. Yep, yep.
Ja, okay. Okay. Wir machen dazu mit. Yay! Ja. Du jetzt singst. Ma. Du ein starker Kerl. Ba. Ma, nee, wir haben du jetzt singst. Komm, wir warten. So. Und Papa nimmt wieder. Ja, da war der tapfer. Es ist ein bisschen unangenehm. Und es brennt. Ja, nicht so ein bisschen halt nur. So, da warten wir ab. Also wir müssen jetzt hier 10 Minuten warten ungefähr. Und dann sind wir ja durch. Also ihr seht ja jetzt auch, er dreht schon ein bisschen, aber ist okay. So, also würde ich sagen, da gehen wir noch ein bisschen rum. Zeige ich euch das noch. Willst du mit Papa mit? Ja? Also hier ist, ich sag euch ehrlich, das ist hier richtig Thailand. Und alle Leute lächeln. Alle sind nett. Alles ist schön. Über den Fluss brauchen wir ja nicht zu reden. Ich sehe mir so, wie es ist, ne? So, tut's noch weh? Alles okay? So, hoffen wir nur, dass ansonsten alles okay ist. Ja. Dann Fluss. Schöne Grüße an Achim, glaube ich. Also, wenn man genau hinguckt, bewegt der Fluss sich schon. Aber, nicht sehr schnell. So, wir gehen mal wieder rein, weil sonst wird es hier zu warm. Okay, Mai? Komm. So, und da werden wir mal abwarten. Ja, ich denke mal, die haben an dem Stäbchen eine Desinfektion. Und die Desinfektion, die brennt halt ein bisschen. Aber wie gehabt, alles im Freien. Und dann wird hier gewartet. Ich weiß nicht, da könnte man ja mal reinschreiben, ob das in Deutschland auch so wäre. Im Prinzip müssen wir hier jetzt warten, ne? Und wenn alle negativ sind, dann könnte man es ja eigentlich in den Armen liegen. Ja, ein Zebra! Also ich würde sagen, Witz des Tages! Heute mal einen anspruchsvollen. Das Wichtigste beim Schweißausbruch. Das Weh! Ja, der war gut. Komm, Daumen hoch. Daumen hoch! Daumen hoch! Daumen hoch! Daumen hoch! Daumen hoch! Also, hier sind wir nochmal. Und zwar, halt mal gleich rum. Warte, ich zeig's euch. Und zwar, for what? Or you pay paper? Then, I don't know. She say you want to take photo or not? So, also, ich hab's gewusst und ich sag's euch immer wieder, wer sich nicht damit beschäftigt, geht den richtigen Weg und wird kein Covid kriegen. Wir haben alle beide keins. Wir waren in, das sind so Sachen, wo ich klipp und klar sage, warum bin ich früh um 8 auf die Immigration? Mein Kopf sagt,
geh um 8 Uhr, Mario. Da passiert ja nichts. Und so ist es. Also, wir haben keins, alles ist in Ordnung, alles ist super. Und ich habe nichts bezahlt. Da freut der Papa sich und alles ist okay. Ja, die neue Vormarket? Oder? Ja, ab du, Jura. Ja, okay, wir retten 5 Minuten. Yeah. Also sie ist schon fertig vom Laufen. Otto wiegt ja 16,2 Kilo. Und ja, ist eben so. Also, ihr könnt beruhigt in den nächsten Tag hineinschauen. Alles easy. Wir waren ja auf 2 Gefahrenstellen. Einmal auf der Immigration und einmal bei Tukum. Aber alles easy. Alles super. Yeah. Ich mache nachher noch die Abmoderation. Bis gleich. Wir sind jetzt wieder auf dem Markt. Covid hat sich erledigt. Alles schickimicki. Jetzt würde ich noch mal mehr gerne zum Thema App und Bank. Es ist unglaublich. Manchmal verstehe ich die Welt nicht. Und zwar ist es so jetzt, die Bank-App, die ich ja runterladen wollte, wisst ihr ja, wo ich auf der Bank war und sie mir gesagt hat, Wifi, Wifi, Wifi und hin und her, ja, ihr kennt ja das. Es ist so, jetzt habe ich das Telefon meiner Frau gegeben. Also ich war ja auch bei 7-Eleven und habe gesagt, soll man Geld drauf machen? Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Die Nummer wäre nicht confirm. Jetzt. Ich bin ja in Bangkok, habe das heute früh meiner Frau gegeben und gesagt, guck du mal nach. Die hat original. Also die hat mir erklärt, dass die App, wenn die eingestellt wird, nur mit Internet geht, auch nicht mit Wifi. So, deswegen ging das nämlich nicht, wo wir die kurzschließen wollten. Jetzt hat sie das alleine gemacht und hat, ihr wisst ja, ich war bei 7-Eleven und die haben gesagt, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Jetzt hat sie von sich aus zu Hause, von zu Hause aus Geld drauf gezahlt, hat eine Woche Internet drauf gezahlt und jetzt gehe ich demnächst zur Bank und mache das. Ich verstehe das nicht. Das kann doch nicht sein, dass die Frau auf der Bank nur 2 Gehirnbindungen hat und dass die bei 7-Eleven nur 2 Gehirnbindungen hat und der im Internetladen arbeitet, auch nur 2 Gehirnbindungen hat. Also ich. Das sind so Sachen, die machen mich ganz schön wuschig, wo ich die Welt nicht verstehe. Ihr könnt mir ja mal eure Erfahrungsberichte reinschreiben. Es ist Wahnsinn. Es ist einfach nicht zu fassen. Ansonsten würde ich sagen, ich grüße, also ganz liebe Grüße gehen heute raus an Peter Erwin. Ich wollte Kaffee lernen. Kaffee lohnt. Mhm. Ja, mein Beileid, dann trinke ich einen kalten Kaffee. Allein. Ja, Kopuna Kap, Melu, Taulei. Pomkit, Zipat. Schmeckt doch lecker. Also, besonders schöne Grüße gehen raus heute an Peter Erwin. Ich freue mich immer, wenn ich in einigen Apps von dir lese, dass du mich unterstützen tust. Ansonsten würde ich sagen, ja, Otto spielt. Er bleibt mir ja alle gesund. Er bleibt mir ja alle treu. Schaut mal drauf, der ist ja hinten bei anderem Kind. Und werdet alle glücklich. Ich bin's zurzeit, alles easy, alles schön, ich bin gesund.
genieße meinen Kaffee und mache nachher für euch eine Aufnahme. Hallo, Marc. Also, bye bye.